Ja, irgendwie hat meine Aufnahme ein bisschen gesponnen. Und ich bin einen Tuck weiter, aber nicht viel. Ich bin einfach, hab nur die zwei Gebäude hier kaputt gemacht. Und hab hier jetzt ein Dingsding gebaut. Und wir versuchen jetzt hier U-Boote zu zerstören. Das ist auf jeden Fall die Fregatte, die U-Boote zerstören kann. Da war ich mir nämlich nicht so ganz sicher. Weil, guck dich diese U-Boot-Armee an, die einfach rumchillt. Der Turm kann auch auf die U-Boote schießen. Das ist auch gut. Wir müssen hier einfach mal ein bisschen aufräumen. Ich überlege tatsächlich einfach noch einen Turm zu bauen. So, zack. Stück für Stück, kann man nur sagen dazu. Aber jetzt gucken wir dann mal, ob wir die Meere unsicher machen können damit. Na, guck mal, da ist auch. Er ist in einem Heilkreis. Na, guck mal. Können wir nochmal gleich einen irgendwie Bomber bauen oder so? Komm. Und wir haben keine Leute mehr. Das ist unser Problem. So, mal dahin. So, die kriegen das schnell kaputt. Geht einfach mal ins Wasser. Mal schauen. Kommt in Kuba raus. Durch die ganz tiefen Gräben wollen sie anscheinend nicht. Okay. Flugabwehr gibt es eine Menge. Wir schauen mal. Vielleicht kriegen wir hier erstmal die Häfen kaputt. Eieiei. Ja. Alles nicht so leicht. Wir haben zu viele Leute gebaut insgesamt. Also da kam auch gerade irgendwie ein U-Boot her. Ich habe das Gefühl, die U-Boote sind gerade so ein bisschen mehr unser Problem als die normalen Schiffe.
Gar nicht so genau, wo die normalen Schiffe herkommen. Aber die Marinewerft zu finden wäre natürlich sehr nice. Hier ist keine. Ah, da ist die Marinewerft. Ja. Da ist irgendwas von den Orangenen. Die Orangen haben uns in letzter Zeit überhaupt nicht angegriffen. Ui, noch ein Turm. Aber mal da drauf schießen hier, mal schauen. Neu-Russland. Was war das? Da stand Neu-Russland. Ich finde jetzt aber ein bisschen unfair. Dass sie einfach mein Schiff versenkt haben hier. Hm. Naja, okay. Er macht aber ganz gut Schaden hier erstmal. Ein kleines Flugzeug unterwegs gewesen. Oh. Da ist die mal, da sind die U-Boote wieder. Vielleicht sollten wir das Bevölkerungslimit erhöhen. Geht das? Bürger? Nee. Wahrscheinlich bei Zivilisation irgendwo. Gebäude? Zivilisation, Bekehrungswiderstand, Bevölkerungsgrenze. Zack. Easy. Immer nochmal Transporte aus, nochmal zwei Fregatten und ein Kriegsschiff. So. Oh, wir haben da vollkommen Falsches ausgebildet. Kann ich den irgendwie töten? Oh, perfekt. Wir wollten einen Apollo bauen. Er heilt ganz gut. Bis jetzt erstmal. Hier Brücke. Ja, irgendwie müssen wir ja darüber kommen. Aber ein bisschen unschlüssig, wie das funktionieren soll. Ich glaube, ihr baut noch mal hier vorne und vorne den Hafen hin. Ein bisschen mehr Sichtweite. Die können auch immer nur diese orthodoxe Kirche bauen. Ich weiß gar nicht, was man damit machen kann. So ein Weltwunder oder so wäre ganz nice. So der Leuchtturm zum Beispiel. Ja, bauen Sie 3 Cyborgs auf Kuba. In Havanna. Da müssen wir hin. Wir sind weit weg. Hier ist noch eine kleine Insel. In den Gegnern.
Hier, Brücke. Uncool. So. So, kriege ich noch mehr hier irgendwie in Sichtweite oder kann ich darüber fahren und das Ding kaputt machen? Ne, da kommt noch eins. Die machen auch richtig Schmerzen, die Dinger. Weiter Holz sammeln. Ja, die haben ja gegen die Schiffe hier, haben ja gegen die U-Boote gar keine Chance. So, mal schauen, ob es jetzt besser geht. Jetzt mal in Ruhe gelassen werden davon. Du. Hallo, warum schießt du? Schön, Kreuzer, zwei Stück. Hey. Kommen einiges an Schiffen an hier. Tschüss. Wir werden angegriffen. Oh, Leute, wie viele Schiffe denn noch? Okay, der ist kaputt. Oh, sehr doof in unser Gebiet gefahren. So. Wer hätte gedacht, dass wir jetzt hier noch eine Wasserschlacht schlagen irgendwie? In so späten Zeiten.
So, mach das Ding ja jetzt mal kaputt. Oh, U-Boote. Brauchen wir auch mal ein, zwei U-Boote. U-Boot, ja. Von jedem eins. Ich weiß nicht, welches wir brauchen. Ah, sie lassen uns nicht rüber, Leute. Sie lassen uns einfach nicht rüber. Das bei der Bevölkerungsgrenze war ganz nice. Jetzt können wir hier nochmal ein bisschen rumspielen, irgendwie. Grundsätzlich ist es wieder sehr frustrierend. Ich glaube, ich ziehe mal hier ein paar ab. Und lass noch Holz hacken. Gerade ist es ein sehr holzintensives Spiel. U-Boot. U-Boot Hammerhead. Oh, es sind auch ganz schön starke U-Boote, die da haben. Ups. Also einer ins Wasser gelaufen. Yo! Wir werden angegriffen. Wie sie einfach verpackt sind. Dreh dich. Also, ihr könnt mal ganz weggehen hier. Das ist viel zu voll. Ihr könnt weg. Du kannst weg. Du kannst weg. Du kannst weg. So. Du dahin. Da drüben konnten wir keine Teile bauen, keine U-Boote, deswegen machen wir das jetzt hier. So, kriegen wir jetzt die U-Boot-Werkstatt mal kaputt? Oder werden wir weiterhin angegriffen? Tja, wir werden weiterhin angegriffen. Ah, ja, der geht, aber was ist da los? Alter. Na gut. Kriegen die Flugzeuge kaputt. Zack. Okay. Machen wir von jedem eins.
Ich erfahre ein bisschen näher. Zack, 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 zack. Was ist hier los? U-Boot. Wir werden angegriffen. Wir fahren jetzt mal hier rüber mit unseren Booten. Und hoffen, dass wir die U-Boote zerstören können, mal irgendwann. Boah, die ganzen guten Schiffe. Können wir damit U-Boote angreifen mit dem Triton? Boah! Also habe ich keinen Bock mehr. Wir bauen Flugzeuge. Tut mir leid, dass wir alles durcheinander bauen, aber irgendwie hilft ja nichts. Nichts hilft. Hier los. Ah, solche Schiffe. Ja, die haben wir jetzt abgewehrt, aber lange Zeit ist natürlich keine Lösung. Irgendwas zu tun. Vielleicht brauchen wir auch mal so einen Sea King. Keine Ahnung, was das gehen kann. Ich kenne mich auch mit den ganzen Einheiten nicht aus, ist das Problem. Kleine Bomber sind das. So, jetzt mache ich endlich mal dieses Ding kaputt. Was war das gerade? Diesen riesen Feuerball gesehen am Rand? Ja, das ist aber er. Okay. Easy. Ah.
Langsam, aber mühselig. Alter, was ist jetzt hier wieder los? Die Sea Kings greifen an. Wieder. Sehr merkwürdig alles hier. Ja, du, da drauf. Der gute Sea King. Gegen was können die Sea Kings jetzt kämpfen? Oh, da kommen die mit Jägern gegen an und oh, es ist ein Durcheinander in diesem Spiel, was man bauen muss und was nicht und in welcher Reihenfolge und gegen was, ey, Alter. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Immerhin haben wir jetzt mal ein paar Sachen kaputt. So, der Sea King ist mega gut gegen die U-Boote. Ja, er kann sich da ein paar holen, wenn er möchte, ja. Ist okay. Fine by me. Ich dazu nur sagen... Zack. U-Boot. Das wollen wir nicht. Ja, okay. Einigermaßen haben wir langsam die Seeherrschaft. Bezogen auf einigermaßen und auf langsam. Immer noch da oben. Vielleicht können wir da noch irgendwie einen Turm hinbauen, um ein bisschen mehr Sicht zu haben, fällt mir gerade auf. Türme sind ja eigentlich ganz geil hier gerade. Zur Verteidigung. Was? Hätte das gedacht. Dass da noch ein Turm steht. Ja, noch ein Sea King. Aber wir haben noch einen. So ein U-Boot hier. Dann brauchen wir nochmal zwei. Hier beiden, danke.
dass ihr euch freiwillig meldet. So. Eieiei, wo kommen Sie denn her? Oh, Luftabwehrgeschütze waren das. Was ist jetzt los? Leute. Das kann das alles nicht sehen, sein Ernst sein. Den ihr Ernst sein, natürlich. Gute Frau, bauen Sie das fertig. Wir beschützen Sie diesmal. Verteidigung. Wo seid ihr? War gerade ein U-Boot. Wir werden angegriffen. Ja, da habt ihr wohl nicht gerechnet hier. Amerikaners. Oder die Amerikaner, oder? Ja. Wir kämpfen uns langsam voran.